gilt beim Leitfaden, weil ja so viele Leute nach dem Leitfaden fragen und die wollen immer diesen Leitfaden, den sie einfach nur noch runterladen müssen, und es gibt so viele Kurse da draußen und irgendwelche Bücher und Kurse, die teilweise Tausende von Euro kosten, wo dann dort steht, ihr kriegt all unsere Vorlagen, alle unsere Vorlagen. Ja, okay. Und dann wird der Kurs irgendwie 10.000 Mal verkauft und dann nutzen die alle diese Vorlage. Ja, da muss ich immer an Marty McFly denken, Zurück in die Zukunft, Teil 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, wenn ihr sozusagen in meinem Alter seid, auf jeden Fall. Da hieß es immer, Marty McFly, jemand zu Hause, Marty, jemand zu Hause, Marty. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich noch. Und genau das muss ich auch fragen. Also, ich würde niemals einen Kurs kaufen mit irgendwelchen Vorlagen von Leitfäden und E-Mail-Vorlagen und die dann auch noch benutzen, wo andere, hunderte von anderen die gleichen auch benutzen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja? Also sorry, ich bin nur sehr ungern negativ, aber in dem Fall schon. Aber das reine Grundprinzip, da solltest du dir einfach sagen, okay, jeder Leitfaden sollte vom Grundprinzip her so oder so ähnlich aufgebaut werden. Also, zum einen ist es, du musst das Ziel deines Kunden kennen, deines Gesprächspartners, egal ob off oder online, ist genau das Gleiche. Ja? Wenn du das Ziel kennst, ja, den Grund, ja, Begründung, oder auch Engpässe, Begründung, warum er noch nicht an seinem Ziel ist. Ja? Also, ganz, ganz wichtig. Und dann das nächste. Und das ist sozusagen, Ziel ist letztendlich hinzu. Okay? Das ist letztendlich auch etwas, was mit Freude zu tun hat. Ja, Freude, Leidenschaft, ja, also ich will sozusagen heiraten, okay, ich freue mich drauf, ich bin leidenschaftlich, ja, ich will mir einen neuen Server kaufen, ja, ich freue mich drauf, bin leidenschaftlich, ich will mir einen neuen E-Shop kaufen, weil ich eben mehr Umsatz machen will, ja, und jetzt bin ich aber da noch nicht und da gibt es ja irgendeinen Grund, ja, warum bin ich da noch nicht, das ist der zweite Teil, das ist der Mittelteil, das ist sozusagen Der Startteil eines Leitfadens, das hier ist der Mittelteil, wie auch immer du den dann formulierst und so weiter und stetig weiterentwickelst. Aber das ist so das Grundprinzip vom Leitfaden. Das ist der mittlere Teil, die Begründung, warum er noch nicht beim Ziel ist. Hier findest du letztendlich die Engpässe heraus, die Ängste, ja, Ängste, Schmerzpunkte. Das kann Budget sein, das kann der Chef sein, ja, das kann eine Krise sein, das kann die Marktsituation sein, das kann aktuelle Übernahmen sein, im B2B häufig sind irgendwelche Übernahmen, Aufkäufe, IT-Umstrukturierungen, Personalumstrukturierungen, neue Chefs, ja, die wieder alles über den Haufen schmeißen, die teilweise noch gar nicht so richtig eingearbeitet sind, nämlich Entscheidungen fällen und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten gibt es hier. Und dann hier, das ist der Hauptteil, das ist der Hauptteil, so, das ist der Hauptteil, mit dem solltest du sehr, sehr ausführlich das hier, das ist wichtig, das ist genauso wichtig, das sind alle drei Teile eigentlich gleich wichtig. Ist die Bereitschaft, diesen Schmerz zu überwinden. Bereitschaft, Schmerz zu überwinden. Das heißt, häufig ist es so im B2B, dass du dich hier deinen Entscheider, deinen Ansprechpartner, wen auch immer, oder mehrere Leute zu Verbündeten machst. Ja, zu Verbündeten, dass du sozusagen denen irgendwas lieferst, ja, Informationen, Showcases, Szenarien, Workshops etc., Potenzialworkshops, um gewisse Potenziale zum Beispiel zu eruieren, aufzudecken, ja,
und dann dort einfach dafür schon mal Termine machst und diese Workshops teilweise auch schon bezahlt sind. Das heißt, da fließt schon mal erstes Geld, um dir dann intern, ja, das kann sein von Abteilung zu Abteilung, das heißt, es kann sein Schmerzpunkt, Marketingabteilung will A, Lösung A, IT-Abteilung will Lösung B. Ja, Vertriebsabteilung will Dienstleister Z und IT-Abteilung aber möchte weitermachen mit Dienstleister Y. Ja, oder, also quasi horizontal, ja, oder vertikal, das heißt, die Geschäftsführung ist nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, so und so viel zu investieren, weil wegen dem Return on Invest, also wann würden wir das Geld wieder zurückbekommen, oder die Prioritäten, ja, hier zum Beispiel Engpässe, Prioritäten, also Prioritäten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du in den Leitfaden immer mit drin haben musst, wo sind aktuell die Prioritäten für das X, Y und Z, und wenn da und hier, dort die Prioritäten eben niedriger sind wie dort, ja, warum ist es so, ja, woran liegt das und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ich werde dir keinen kompletten Leitfaden geben, ja, weil den musst du dir bitte schön selber erarbeiten, weil es nämlich Schwachsinn ist, einfach einen Leitfaden zu erstellen und dann den weiterzugeben, hundertfach, und die dann alle mit dem gleichen Leitfaden arbeiten, ja. Das mache ich bei meinen Mitarbeitern auch nicht, obwohl ich nur ein paar Mitarbeiter habe in der Regel, aber das ist genauso wie mit den E-Mail-Vorlagen. Ja? E-Mail-Vorlagen zu erstellen und dann die hundertfach weiter zu verkaufen im Zuge einer Akademie oder eines Videokurses ist für mich also kompletter Schwachsinn oder einfach zu verteilen im Internet. Ja? Einfach habe ich schon begründet, warum. Ne? Und in diesem Hauptteil eben die Bereitschaft, diesen Schmerz zu überwinden. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein gewisses Potenzial gemeinsam erarbeiten würden, mein lieber Kunde, ja, oder noch nicht Kunde, wären Sie dazu bereit, dass wir dann gemeinsam zum Beispiel zur IT-Leitung gehen oder zur Geschäftsleitung und dieses dort mal präsentieren, ja, in einem gemeinsamen Vortermin oder WebEx oder was auch immer. Also, das ist sozusagen, das sind diese drei Bestandteile, ja, des Leitfadens, ganz, ganz wichtig. Das sind immer die gleichen, ja, das ist immer der gleiche Prozess. Also das kannst du dir zum Beispiel schon mal merken. Und welche Leitfäden du auch immer für dich oder deine Mitarbeiter erstellst, ja, das ist zuerst das Ziel, wo soll die Reise hingehen. Ja, das ist nichts, was ich zu bestimmen habe, ja, weil das kann ich gar nicht. Das kann ich vielleicht im B2C machen, ja, dass ich jemanden davon überzeuge, der nicht verheiratet ist. Ja, du musst unbedingt eine Freundin finden, ja, unbedingt verheiraten, weil das ist das nur Nonplusultra. Ja. Im B2B wird es eher selten passieren, dass ich die Ziele vorgebe, sondern die muss ich eruieren, die muss ich herauskitzeln, herausfinden. Vor allen Dingen Ziele, die sozusagen jemand hat, die basieren meistens auf hinzu und das ist intrinsisch motiviert. Ja, das ist sozusagen, deswegen ist es auch so wichtig. Es kommt von innen heraus, dann teilweise auch, je nachdem, was du eben verkaufst, natürlich klar. Dann die Begründung, Engpässe, warum noch nicht an diesem Ziel? Ja, wenn ich ein Ziel habe, gibt es immer Gründe, warum ich noch nicht dort bin. Zeitmangel, Geldmangel, Entscheiderwege, was weiß ich, egal B2B, B2C, teilweise echt, dieses Prinzip kannst du eigentlich für alles anwenden. Und dann eben herausfinden, wie hoch ist die Bereitschaft. Ja? Prioritäten habe ich hier schon hingeschrieben, hier nochmal Prioritäten neu definieren eventuell, ja, denn du kennst den Spruch, ich hatte dafür noch keine Zeit, den höre ich irgendwie 3000 Mal am Tag, in Wirklichkeit gibt es das nicht, keine Zeit, es gibt nur keine Priorität, ja, du kennst wahrscheinlich den Spruch, ja, wenn du mit deiner Freundin irgendwie was Hübsches unternehmen willst und die sagt, nee, keine Zeit, dann genießt du eben gerade nur keine Priorität, ja, und umgekehrt auch, ja. Das gilt auch für Freunde oder sowas, ja, also das ist leider... Also, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit diesem Video. Hier ging es eben um das Thema Leitfaden, weil es ein sehr, sehr häufig nachgefragtes Thema ist. Ich denke mal auch unter dem, einer der Hauptgründe dafür ist, weil die Leute einfach recht gerne den optimalen, super perfekten Leitfaden haben, mit sozusagen
die magische, wie nennt man bei Harry Potter, ja, diese magische, schreib mir das unter die Kommentare, wenn du weißt, was ich meine, diese magische, den Zauberstab, ja, den Leitfaden oder die Vorlage, ja, so als die Magic Wand, ja, auf Englisch, den Zauberstab sehen, ja, und wenn du musst nur das nutzen und runterlabern und dann hast du sozusagen deinen Umsatz schon mal verdoppelt. Natürlich kompletter Schwachsinn, ja, also bei sowas kann ich mich aufregen. Aber gut, ich hoffe, das kann dir weiterhelfen. Wenn ja, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.